Hi Leute, mein Name ist Tobias Griesbach. Es gibt ja momentan diesen Trend, dass viele YouTuber ein Video machen, in dem sie ihre aufregende Lebensgeschichte erzählen und zeichnen. Und ich dachte mir, es sei an der Zeit für mich, euch von meinem Leben zu erzählen. Mein Vater war ein chinesischer Cowboy, allerdings verletzte er sich als Kind ein Bein und ein Auge, woraufhin ihn viele Leute für einen Piraten gehalten haben. Meine Mutter hat mir nie erzählt, was sie gearbeitet hat. Jedes Mal, wenn ich fragte, sagte sie nur, sie müsse mich töten, wenn ich davon wüsste. Aufgewachsen bin ich in einem Edelviertel. Oh, sagte ich edel? Ich meinte natürlich Ekel. Meine Eltern waren sehr arm und wir lebten zusammen mit meinen 7 Geschwistern in einer Einzimmerwohnung, immer in Angst vor unseren aggressiven, schießwütigen und drogenabhängigen Nachbarn. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich bei meiner Schulentführung all diese glücklichen Kinder mit ihren schönen Zuckertüten. Ich aber bekam nur eine Tüte voll Zucker. Entschuldigung. Der 2 Euro teure Zucker gab den Finanzen meiner Familie den Gnadenstoß. Meine Eltern suchten nur nach Möglichkeiten, ein wenig Geld dazu zu verdienen und entschlossen sich dazu, mich an eine indische Prinzessin zu verheiraten, um von ihren Eltern 1000 Rupien und 8 Kelbals Mitgift zu erhalten. Ich nehme es sie nicht böse. Die haben das Richtige und das Beste für alle in unserer Familie getan. Naja, abgesehen von mir vielleicht. Ich hätte an ihrer Stelle wahrscheinlich dasselbe gemacht. Die Inder nahmen das Angebot an und meine Eltern bemerkten leider etwas zu spät, dass es sich bei 1000 Rupien nur um ungefähr 14 Euro handelt. Naja. Immerhin hatten sie die Kälber. Da ich mir keine Transportation leisten konnte, musste ich nach Indien laufen und schwimmen. Nach einer 2 Jahre langen Reise kam ich im Alter von 8 Jahren in Neu-Delhi an und hatte meine Hochzeit. Ich konnte das gerade mal 4-jährige Mädchen, das ich heiraten sollte, zum Teufel nicht ausstehen. Aber die Hochzeit änderte alles. Nun war ich nicht mehr der kleine arme Junge, sondern Prinz von Indien. Mit der Zeit begann ich sogar meine Frau ein bisschen zu mögen. Doch eines Nachts stechen sie etwa ein halbes Dutzend Assassinen in unser Schlafgemach und schlitzten ihr die Kehle auf. Ich schaffte es, mit einem gekonnten Sprung durchs Fenster zu entkommen. Rannte und sprang an Bord eines fahrenden Zuges. Ich wusste nicht, wohin er mich brachte und hatte nichts. Keine Familie, kein Geld, nicht einmal 1000 Rupien. An diesem Punkt in meinem Leben wusste ich wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Ich war depressiv und die Gedanken, die meinen Kopf plagten, waren nicht schön. Eines Nachts rollte ich mich aus Versehen beim Schlafen vom Zug hinunter und erwachte in einem Wald irgendwo in Asien. Dort passierte etwas Unglaubliches, denn eine Wölfin fand mich, nahm mich in ihr Rudel auf und pflegte mich. Für mehr als 4 Jahre lebte ich im Rudel und lernte wichtige Lektionen, wie die Kooperation im Team, gegenseitiges Vertrauen und wie man den Vollmond anheult. Es ging mir so gut wie noch nie zuvor. Doch dann, eines Tages, Jäger kamen und töteten all meine Rudelsgenossen. Die Menschen sahen, dass ich einer der ihren war und brachten mich auf ein Schiff, das mich in die USA führte. Das Land, in dem, wie man so sagt, alles möglich sei. In den USA brauchte ich nun einen Job, da ich immer noch komplett pleite war. Ich schaffte es, mir eine amerikanische Tageszeitung zu erbetteln und schaute auf die Stellenanzeigen. Allerdings lernte ich nie Englisch und verstand deswegen kein Wort. Ich entschloss mich dazu, einem Penner 25 Cent zu klauen und rief in einer öffentlichen Telefonzelle eine der Nummern aus der Zeitung an. Viele Zufälle, die ich, ehrlich gesagt, bis heute noch nicht ganz verstehe, passierten und brachten mich zu meinem neuen Job. Astronaut für die NASA. Ich flog als jüngster Pilot der Geschichte das erste Mal in den Weltraum und feierte dort an Bord des Raumschiffes mit meinem einzigen Kompagnon, der übrigens ein Affe war, meinen 13. Geburtstag. Ich hatte es geschafft. Endlich stand ich auf dem Mond, den ich schon so häufig angeheult habe. Doch wieder zurück auf der Erde, wurde bei einem Doktorbesuch festgestellt, dass ich Tollwut habe. Mit diesen gesundheitlichen Problemen ließ mich die NASA nicht weiter für sie arbeiten. Ich war wieder pleite. Ich versuchte mein Glück als Autor eines Romans und schrieb unter dem Synonym Stephanie Meyer den Roman Twilight, der aber mehr Hass als Liebe auf mich zog. Aber dann entdeckte ich diese Videoplattform im Internet, auf der User einfach Videos davon posten, wie sie scheißen gehen oder was für Haarshampoos sie mögen. Und ich wusste sofort, das will ich auch eines Tages machen. Ich war sofort in dieses MyVideo verliebt und fing augenblicklich an, eigene Videos zu machen. Oh, ich meinte natürlich YouTube. Und als ich die ersten 3 Zuschauer auf meinen Videos hatte, fühlte ich mich endlich nützlich und als würde mich jemand mögen. Ich zog nach Deutschland, um ohne arbeiten zu gehen, Geld vom Staat zu bekommen und machte weiterhin Videos. Ich wurde immer und immer populärer und heute habe ich 1529 Abonnenten. Und ich liebe euch über alles. Ich entdeckte das YouTube-Partnerprogramm, dank dem ich endlich Geld bei meinen Videos verdienen kann. Seitdem verdiene ich monatlich etwa 3 bis 5 Euro zusätzlich zu meinem Hartz-IV-Geld und kann mir davon eine Schachtel Kippen leisten. Ohne euch wäre es nie so weit gekommen. Das war die Geschichte meines Lebens. Naja, hoffentlich erst der Anfang. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Hab euch lieb.